Hallo und herzlich willkommen zum Kartell-Podcast Nummer 2 mit dem heutigen Thema der Profitbereich. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist unsere zweite Iteration von unserem Podcast und ich hoffe, unser erster Podcast, der mit dem Thema Suprada, der hat euch gefallen. Und heute geht es um den Profitbereich, den größten Bereich mehr oder weniger im Moment vom Kartell. Und deswegen haben wir heute auch gleich zwei Leute am Start, den Malo23 und den Space Duke. Sagt mal Hallo. Hallo. Hallo, grüß euch. Hey. Sehr gut. Also, meine Wenigkeit ist der One Curly. Ich bin Kommandoleiter in der Staffel Hill im Suprada und mehr oder weniger mache den Podcast so und hoste den ein bisschen und mache den technisch. Aber es geht hauptsächlich immer um die Leute, die mit mir da sind. Und heute ist es eben die Admiralität vom Profitbereich. Und da freuen wir uns ganz schön. Also Malo, stell dich mal ganz kurz vor, bitte. Hallo, ich bin der Carsten, im Spiel als Malo23 unterwegs. Kartellmitglied bin ich seit 2013 und wie du schon gesagt hast, ich bin Bereichsleiter im Profitbereich. Neben dieser Aufgabe leite ich noch unsere Redaktion, die sich momentan hauptsächlich mit Übersetzung von CIG-Artikeln befasst. Mhm, cool. Und du bist ja auch schon ewig lang im Kartell eigentlich. Also ich bin damals zum Kartell gekommen, da warst du auch schon OL-Mitglied mehr oder weniger. Ja, ich glaube, ich wurde im Herbst 2013 OL-Mitglied. Das ging okay. Relativ schnell. Also ultra old Backer und von vornherein dabei. Relativ früh dabei gewesen, ja. Bin ich kein ganz OG, aber bin ziemlich früh dabei gewesen. Cool, cool. Und Space Duke ist nach mir, soweit ich weiß, ins Kartell kommen. Dirk, stell du dir mal kurz vor, bitte. Ja, hallo, ich bin der Space Dirk. Ja, ich bin seit 2017 hier im Kartell und ja, aktuell bin ich hier auch in der Bereichsleitung Profit tätig, die rechte Hand sozusagen von Malu. Ja, wir beide entwickeln diesen Bereich natürlich hier stetig weiter und vertreten ihn entsprechend in der Organisationsleitung. Und ja, ansonsten bin ich hier nebenbei noch in der Akademieleitung tätig und schule hier aktiv auch mehrere Module ja, aus dem Profitbereich, weil mir das einfach dann eben auch entsprechend liegt und so gesehen hier das täglich Brot ist. Genau, du machst ja auch das GM01, also die Einführung ins Kartell, oder? Genau, richtig. Wenn also neue Mitglieder hier reinkommen, die haben dann da die Möglichkeit, alles über das Kartell entsprechend zu lernen und auch entsprechend Fragen zu stellen, um sich hier besser zurechtzufinden. Ja, cool. Also wie wir schon vorher mal angesprochen haben, also für Leute, die es nicht wissen, das Kartell ist ja nicht eine Orga, die sich auf ein Gameplay mehr oder weniger spezialisiert hat, weil es eine Nischenorga ist mehr oder weniger. Wir machen eigentlich mehr oder weniger alles. Dazu gehören eigentlich unsere originalen vier Bereiche. Das wäre der Profit, der Suprada, die Raumüberlegenheit und die Forschung und dann später sind nur die Marines dazukommen und SSRR. Und heute geht es eben um den Profitbereich. Dann müsste man eigentlich mal rausfinden, Malu, was ist denn der Profitbereich bei uns? Für was ist denn der zuständig und wie funktioniert der so? Genau, also der Profitbereich, wie du schon gesagt hast, ist einer von den sechs Bereichen in unserem Kartell und der deckt so primär die klassischen Wertschöpfungsketten im Spiel ab. Das heißt Handel, Transport, Mining, Salvaging, um jetzt nur einige zu nennen, da sind auch einige andere noch dabei. Aber auch Schmuggel kann für uns eine valide Beschäftigung sein, wenn der Gewinn stimmt. Da kann es dann zu anderen Bereichen auch gewisse Überschneidungen geben. Profitler müssen aber auch in der Lage sein, sich selbst grundlegend zu verteidigen. Daher spielt Kampftraining zur Abwehr eine gewisse Rolle, denn die Raumüberlegenheit, einer unserer anderen Bereiche, der kann ja nicht immer und überall zur Stelle sein. Ne? Wenn man das nochmal genau nachlesen möchte, auf unserer Kartell-Webseite sind unsere Bereiche und die Hauptbeschäftigung genau zum Nachlesen beschrieben. Den Link würden wir dann in die Beschreibung aufnehmen. Ja, cool. Fällt mal ein, ja eben Schmuggel überschneidet sich eben mit dem Suprada und natürlich Selbstverteidigung mit der Raumüberlegenheit. Zu der kommen wir dann im dritten Podcast. Genau, und aber okay, der
Profitbereich, der macht halt so diese Handelsgüter mehr oder weniger im Großen und Ganzen. Also alles, was Profit macht, mehr oder weniger. Aber für was ist denn der Profitbereich im Kartell jetzt, also als funktionierendes Zahnrad im Kartell zuständig? Zunächst einmal muss man sagen, dass die grundlegende Funktion vom Profitbereich sich nicht unterscheidet von den anderen Bereichen, weil der primäre Zweck von den Bereichen ist, Gruppen von gleichgesinnten Spielern zu bilden, die das Spiel dann organisiert erleben können. Innerhalb der entsprechenden Gruppe mit der entsprechenden Staffelung, da gibt es dann eine Staffelleitung, Kommandoleiter, bist ja einer, entsprechend können sie das Spiel dann organisiert erleben. Die Profitstaffeln gehen dann zunächst ihren eigenen Zielen nach. Das heißt, das kann sich natürlich dann von Staffel zu Staffel unterscheiden. Im Vordergrund steht dabei natürlich das Erwirtschaften von Credits. Allerdings auf einer übergeordneten Ebene bildet der Profitbereich das ökonomische Rückgrat des Kartells. Das heißt, wir erwirtschaften Credits, um das Kartell liquide und einsatzbereit zu halten und unterstützen andere Bereiche, die weniger auf Profit abgestimmt sind, aber ebenso eine wichtige Rolle im Kartell spielen. Genau, also zum Beispiel die Raumüberlegenheit wird ja eher ein Kostenfresser sein und vielleicht das Supradar eben auch und vielleicht eben die anderen Bereiche auch, außer der Profit. Das heißt, ja, mehr oder weniger braucht es ja dann eigentlich euch teilweise, um halt diese riesigen Löcher zu stopfen, weil so ein Javelin oder ein ganzer Handelsembargo in irgendeinem anderen System wird halt nicht ganz billig sein, so mehr oder weniger. Genau, und natürlich die Raumüberlegenheit schützt uns, das Supradar neckt so ein bisschen die anderen Händler, die uns vielleicht stören würden. Und das heißt natürlich für uns, dass wir das natürlich unterstützen möchten und was wiederum bedeutet, dass wir dann in dem Bereich, der geschützt ist von der Raumüberlegenheit, ungestört unserem Spiel nachgehen können. Cool, voll. Ja, super. Wie steht denn, also wenn wir jetzt gerade bei Bereichen sein, weil also man sieht schon, das haben wir auch beim Supradar-Podcast rausgefunden, Bereiche schön und gut und so weiter, Staffeln schön und gut und so weiter, aber mehr oder weniger sind wir dann doch eine Organisation. Dirk, wie schaut es denn aus? Wie funktioniert denn der Profitbereich mit anderen Staffeln? Ja, Profitbereich, wir folgen ja unserer Philosophie, unserer Bereichsstruktur, ja eben entsprechend mit anderen Bereichen zusammenzuarbeiten, um daraus eben einen Nutzen sowohl für die einzelnen Staffeln als auch eben das gesamte Kartell als Ganzes zu ziehen. Dabei ist natürlich gegenseitige Unterstützung für uns selbstverständlich. Ja, wie wir ja schon gesehen hatten, machen wir das ja jetzt hier in der Alpha-Phase eben auch, dass wir mit anderen Staffeln hier einiges unternehmen, um eben ja vielleicht Geleitschutz da zu bekommen und daraus natürlich auch ein bisschen was zu lernen. Ja, ansonsten ja nachher in Friedenszeiten unterstützen wir eben andere Bereiche auch entsprechend logistisch. Zum Beispiel, wenn Basenbau irgendwann mal in Star Citizen reinkommt, eben in entsprechenden entlegenen Systemen, Betanken von Schiffen oder eben andere Bereiche entsprechend, wie wir ja eben gerade gehört hatten, eben finanziell zu unterstützen. Ja, wenn der Konfliktfall mal entstehen sollte, ja, sehen wir uns natürlich als Unterstützer für die kämpfenden Kräfte. Und ja, die werden wir natürlich, wenn es sein muss, auch ganz vorne an der Front mit Nachschub versorgen. Da gucken wir mal, was uns dann später noch in Star Citizen so für Möglichkeiten gegeben werden. Ne? So Bereich Reparaturen. Und wir transportieren natürlich, genau. Ne? Wir transportieren auch entsprechend erbeutete Ware ab, wenn das möglich sein sollte. Und diese ganze Interaktion, was da so zwischen den Bereichen hier ist, findet hauptsächlich auf Ebene der Staffelleitung statt. Die haben da die Kommunikation mit den anderen und werden entsprechend auch unterstützt, ja, von unserem Bereichskoordinator, der Bruchpilot, der da natürlich dann auch immer Hilfestellungen gibt. Und da sind dann eben Partnerschaften mit Staffeln aus ja vielen anderen Bereichen entstanden und man übt, wie gesagt, die Abwehr von Angriffen oder eben die Sicherung entsprechend von Handelsrouten.
Wir haben einen Punkt in unserem roten Faden, der gar nicht angegeben ist, aber ich frage jetzt trotzdem einmal kurz nach. Es gibt ja auch die Citizen Bank, mehr oder weniger, die vom Profi geleitet wird. Ja, das ist noch so. Nicht die Citizen Bank, also die Kartellbank. Die Kartellbank, genau. Die wird da entsprechend geführt von Bruchpilot. Und Gelder, die so erwirtschaftet werden und nicht benötigt werden, fließen dann eben dieser Bank zu. Und wenn da eine Staffel ist, die dann sagt, ja, wir bräuchten mal eine gewisse Summe, um ein großes Schiff zu kaufen oder entsprechend unsere Schiffe auszurüsten, dann wird das entsprechend zur Verfügung gestellt. Genau, also da fällt mir jetzt gerade die Marines ein, die Cerberus-Staffel, die hat jetzt eine 890 gebraucht für CQB-Training. Richtig, genau. Für das perfekt. Für sowas eben. Genau, cool. Also dann sind wir eigentlich eh schon bei den Staffeln angelangt. Die Staffeln vom Profit sind ja sehr groß mittlerweile und es sind ja eigentlich jetzt im Moment alle vier offenen Staffeln auch, haben guten Zulauf und sehr hohe Aktivität. Was man echt einmal ansprechen muss, das ist sehr toll. Da leisten die Jungs massiv gute Arbeit. Dirk, wie würdest du uns die vier Staffeln, die jetzt gerade offen sind, mal so durchgehen und beschreiben, was die so können? Übrigens, die Staffellogos sind über mir zu sehen zum Beispiel. Die rattern da jetzt gerade so durch. Ja, zuvor noch mal eins vorweg. Wir sind natürlich auch sehr stolz auf unsere Staffelleitungen, die wir haben. Die geben sich wirklich sehr viel Mühe, hier alles am Laufen zu halten. Und so ein Staffelleiter hat natürlich auch die Möglichkeit, seine Staffel entsprechend selber auszurichten und zu strukturieren. Fangen wir mal mit der Staffel Vanadium an. Da ist das entsprechend in vier Bereiche aufgeteilt. Da gibt es die sogenannte V-Trade. Da ist ein Kommandoleiter zuständig für Handel und Warentransport. Dann kommt noch die V-Core, das ist dann die Rohstoffgewinnung und Veredelung. Dann eben die VFM, die Buchhaltung, Bank, Planung und Controlling. Und zu guter Letzt, was wir ja schon mal hatten, CVA, die sogenannte Chrom-Vanadium-Abwehr, was dort der Staffelleiter entworfen hat. Das ist dann eben Planung und Bereitstellung von Sicherheitskräften, wenn nötig. Und diese vier Kommandoleiter arbeiten dann natürlich immer entsprechend zusammen, um entsprechend Aufträge im VERS zu machen. Und der eine guckt eben, was kann ich am besten erwirtschaften? Und der andere stellt eben die größtmögliche Sicherheit her und der von der VFM verbucht das und plant das dann nebenbei auch mit den entsprechenden Schiffen. Okay, also so wie ich das verstanden habe, ist Vanadium sehr, also ist viel auf Trading und Mining, Selbstverteidigung und Buchhaltung, Planung und Controlling. Das sind so die vier Säulen von Vanadium. Stimmt das? Richtig, soweit ist das richtig. Gut, natürlich die Abwehr bzw. Verteidigung macht jede Staffel natürlich mehr oder minder, aber da ist das explizit so auch aufgeteilt und auch auf der Homepage entsprechend nachher zu erkennen und auszulesen. Ja, ich wollte nur deswegen nachfragen, weil halt trotzdem irgendwie jede Staffel so ein bisschen so ihr Gameplay hat oder halt ihr Hauptfokus auf gewisse Ziele. Was wir jetzt eh gleich bei der nächsten, glaube ich, mitbekommen. Palladium, wie schaut es denn da aus? Und wer ist denn da? Kannst du halt kurz die Staffelleiter kurz benennen? Ja, also bei Vanadium ist das unser Stolpi, der dort als Staffelleiter tätig ist. Und wenn wir jetzt rübergehen zu Palladium, ist das Sleepwell Papa. Der diese Staffel übernommen hat. Dort wird Mining, Handel, Logistik und nachher auch Flottensupport als solches durchgeführt. Und so werden das Gameplay dann da ist, Reparaturdienste und Aufmunitionierung durchgeführt. Aber da müssen wir erstmal gucken, bis das Gameplay kommt. Und als Sonstiges, die sind nicht nur in diesen reinen Bereichen von Star Citizen unterwegs, sondern es wird dort auch gerade eine Citizen Bank entsprechend entwickelt.
Und was dort auch mit durchgeführt wird, da wird eine Ebene auf Kommandoleiter, also so ein Treffen durchgeführt, was eben geleitet wird durch die Staffel Palladium. Und ansonsten sind sie im Stab von Unity tätig. Unity ist ein Groß-Event unseres Kartells, wo die verschiedenen Bereiche dann auch mal in Realsituationen natürlich verschiedene Übungen durchführen. Ne? Ja, sehr groß, also mehr als 50 Leute. Das sind im Hintergrund dann meistens noch 10 Leute zusätzlich am Start. Ja, also ja. Unity ist schon eine ziemliche Machtdemonstration meistens. Das ist ganz cool. Ja, cool. Sehr interessant, Palladium. Also eher so zusätzlich halt zum Handeln, Logistik und auch so Nebentätigkeiten wie eben die Citizen Bank, die ein sehr spannendes Thema ist, die wir dann vielleicht einmal in einem einzelnen Podcast vorstellen werden. Und das wäre super. Na, natürlich. Und genau, im Kommandoleitertreffen, den der Sleepwell Papa macht, habe ich jetzt auch einmal mitgemacht. Und es ist sehr wichtig, weil mittlerweile sind wir so eine große Vereinigung, dass man miteinander schon auch viel kommunizieren muss, damit halt dann auch wieder mehr vorangeht. Also sehr cool, ja. Ja. Ja, als nächstes hätten wir die Staffel Berylit, die wird geführt von Johnny X. Ja, die haben sich spezialisiert auf den Handel nicht nur von Gütern, sondern eben auch entsprechend Informationen. Also wenn das Starter Running daneben kommt, wird das in der Staffel mit übernommen. Ja, ansonsten möchte die Staffel Berylit dann noch im Racing als solches aktiv werden und im Transport von Fracht und Passagieren, denn das wird ja nachher auch nochmal ein Riesenthema werden. Wenn man einmal irgendwo quer durchs Wehrs reist, möchte man ja nicht immer vielleicht mit seinem eigenen Schiff da durch die Gegend fliegen, sondern setzt sich dann eben in eine 890 Jump und wird dann vielleicht gemütlich durchs Wehrs mit entsprechenden Luxus transportiert. Und das möchte die Staffel Berylit eben mit aufnehmen. Ja, vielleicht wird auch noch im Bereich von Racing so Wetten angenommen und Wetten ausgezahlt. Das steht da auch noch eben in der Entwicklung mit drin. Und ja, ansonsten wollen sie auch ganz gerne mal, wenn es eben die Möglichkeit gibt, bei Transport von Fracht und Passagieren natürlich auch eben in vorderen Linien entsprechend mitkämpfen, wenn es denn sein muss. Genau, Berylit, eine sehr schnell gewachsene Staffel, also da sind anscheinend auch sehr charismatische Leute drinnen, dass die so schnell gewachsen ist. Und ja. Genau, und da sieht man halt auch, Racing gehört zum Beispiel im Kartell so ein bisschen in den Profitbereich rein, weil es halt Win-Generierung ist, mehr oder weniger. Mhm. Ja, richtig, so die eben die Wetten annehmen und sowas und entsprechend nachher natürlich dann auszahlen. Das muss ja auch entsprechend gehandelt werden und das haben die sich eben mit auf die Fahne geschrieben. Ja, und dann würden wir zu guter Letzt zu Iridium kommen. Da ist der Boomers, der Staffelleiter. Die werden auch entsprechend Handel und Warentransport machen. Mining und Veredelung, ja, ist ja im Moment eigentlich auch relativ lukrativ, das Mining. Dann wird eben die Treibstoffgewinnung noch mit dazukommen, weil ne, wenn man betanken möchte, muss man natürlich auch irgendwo Treibstoff gewinnen. Und ja, im Konfliktfall wollen die entsprechend auch betanken. Da ist natürlich dann auch wieder der Support für die kämpfenden Kräfte natürlich in erster Linie vorhanden. Ja, und ansonsten wird auch Wiederverwertung dort durchgeführt und Reparatur. Wiederverwertung muss man eben gucken, Reclaiming, was da alles noch zukünftig kommt. Mhm. Wenn da irgendwelche kämpfenden Truppen unterwegs sind und wir haben die Möglichkeit, da natürlich noch entsprechend Material einzusammeln, ja, wird sich die Staffel Iridium dessen annehmen. Und ansonsten ist die Staffel natürlich noch recht aktiv hier bei uns im Kartell. Die machen also auch ein paar Spaß-Events, Rennen mit Bodenfahrzeugen, Boxwettkämpfe und ja, da werden so manch lustige Events durchgeführt. Und teilweise dann auch mal in Video festgehalten und da hat natürlich jeder so entsprechend seine Freude dran. Ja, und wenn Star Citizen entsprechend wächst, möchte die Staffel Iridium zukünftig dann natürlich auch mit den Banu-Geschäfte machen
Und da freue ich mich dann auch schon mal drauf, sowas dann auch zu sehen. Das ist ja dann mal eine ganz andere Lücke. Ja, yeah, na, das ist lässig. Das ist cool. Ja, cool. Also dann sind wir im Großen und Ganzen einmal die vier Staffeln durchgegangen. Wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, sorry, aber halt der Profitbereich ist so vielfältig, da kann das schon einmal passieren. Wenn wir jetzt gerade bei vier Staffeln sind, und da geht es ja auch immer wieder darum, welche ist jetzt die richtige für mich, wenn ich jetzt dazukomme und so. Malu, wann sind denn die Angebote oder welche Angebote gibt es denn und wann sind denn die Events und Staffelabende? Ja, also vom Fleet-Bereich gibt es sehr viele Angebote im Kartell, allgemein sehr viele, das ist eigentlich jeden Tag irgendeine Aktion im Teamspeak. Was den Profitbereich angeht, hat jede Staffel wöchentlich einen Staffelabend. Das heißt, dass wir mindestens vier Abende in der Woche haben, an denen wir Aktivität anbieten. Darüber hinaus gibt es natürlich noch oft Sonne-Events. Die Staffelabende sind dienstags Berylliz, mittwochs Palladium, donnerstags Vanadium und sonntags Iridium. Und dabei geht es zwar vorrangig um Gewinnerzielung natürlich, aber jedoch wird natürlich regelmäßig abseits davon auch, wenn andere Dinge durchgeführt, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja. Das können halt Selbstverteidigungsübungen sein, wie wir schon erwähnt haben, die dann oft mit anderen Staffeln anderer Bereiche durchgeführt werden. Aber natürlich auch, wie schon erwähnt, Spaß-Events, das ist natürlich Iridium ganz weit vorne. Genau, da gibt es ja viele Races und eben wie Dirk schon gemeint hat, es hat auch mal Boxen gegeben. oder halt Buggy-Rennen oder sowas. Ja. Immer so Sachen, die sehr ausgefallen sind. Ne? Cool, ja, lässig. Wow, ich habe jetzt da gerade im roten Faden, wenn jetzt ein neuer. Wenn ich jetzt jemand ganz Neues bin, dann ist das ja mal ziemliche Überladung im Kartell. Natürlich gibt es viele Leute, die auch gerne FPS spielen, die dann sofort bei den Marines landen, aber gar nicht wissen, dass es Supra da gibt. Oder Leute, die gern generell fliegen und dann keine Ahnung wo landen. Wie ist denn das am gescheitesten, wenn man jetzt da eben ins beim Kartell reinschaut und man wird da überladen mit so vielen Bereichen und Staffeln? Was sagt denn ihr, was soll man denn da machen, wenn man jetzt dann, keine Ahnung, mal eben in den Profitbereich reinschnuppern möchte? Naja, ich sag mal grundsätzlich, bei den Kartellmitgliedern ist das ja kein Problem. Die kriegen ja, wie du ja vorhin schon erwähnt hattest, beim GM01 so eine Einführung eben in das Kartell, sofern das Interesse natürlich an so einem Modul vorhanden ist. Das kann man ja mitmachen, muss man nicht mitmachen. Und ansonsten hat natürlich auch jedes Kartellmitglied Zugriff auf unseren Kalender. Siehst du ja auch immer, der ist ja schön prall gefüllt. Es sind genug Angebote vorhanden für eben verschiedene Bereiche. Für Gäste, ja, ist natürlich dieser Kalender in dem Sinne nicht ersichtlich. Malu war ja eben so nett und hat schon mal zumindest die Tage gesagt, wo die Staffeln unterwegs sind. Die Uhrzeiten weiß man natürlich dann als Gast entsprechend nicht. Ja, kommt einfach hier ins TS rein, erfragt das. Hier sind immer wieder freundliche Mitarbeiter oder ja, Kartellkollegen, die dann die Gäste empfangen, das weißt du ja selber. Man guckt ja immer, oh, da oben ist noch jemand, der gar kein Bierglas, also gar keine Gastrechte hat. Und dann werden solche Spieler natürlich entsprechend freundlich empfangen. Und wenn da einer sagt, ja, ich interessiere mich für den und den Bereich, dann ist das kein Problem. Dann werden die Mitglieder natürlich dann entsprechend gleich aktiviert. Dann heißt es, Mensch, hier, Curly, hör mal zu, ich habe hier jemanden, der hat da Interesse an eurem Bereich. Habt ihr da gerade Kapazität frei, den zu übernehmen? Und größtenteils ist es ja auch so, dass man dann gleich entsprechend früh aufgenommen wird und freundlich dann entsprechend in den mitgenommen wird. Ne? Und ja, ansonsten, ich sag mal, man kann natürlich auch über Spektrum mit uns in Kontakt treten, entweder ja über Malu23 oder entsprechend über meine Person, den Space Dirk. Und ja, wir geben dann auch eben entsprechend die Informationen weiter. Das kommt ja auch ab und zu mal vor. Genau. Und weil die Frage halt auch schon einmal aufkommen ist,
weil man nicht sofort die ganzen Rechte auf die Systeme braucht. Die Systeme brauchen ein, zwei Tage, bis sie sich mit der CIG-Seite gekoppelt haben. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange. Ich glaube, es waren 4 Tage, oder? Bis zu 4 Tage. Bis zu 4 Tage. Genau. Und in dieser Zeit, wenn ihr da schon beim Kartell angenommen seid, mehr oder weniger, wundert euch nicht. Das braucht ein bisschen. Kommt einfach trotzdem auf den Teamspeak. Ihr könnt da überall problemlos mitspielen, auch als Gast oder als Mitglied, was eben noch nicht die Rechte zugewiesen bekommen hat, weil die werden immer mit der CIG-Seite synchronisiert. Und wenn ihr vielleicht noch ein paar Berührungsängste habt und euch vielleicht erstmal einlesen wollt, gibt es auf der Webseite auch die Bereichsbeschreibung, wenn ihr euch mal generell über die Bereiche informieren wollt und dann natürlich spezifisch für die Staffeln, hat jede Staffel dann auch eine Staffelbeschreibung. Genau. Gut, dann werden wir eigentlich jetzt schon so ziemlich am Schluss ankommen und wir haben satte 25 Minuten jetzt gehabt. Aber das braucht der Profitbereich halt einfach, weil er einfach so vielfältig und groß ist. Kurzem Fazit. Also es gibt 4 Staffeln, Berylit, Vanadium, Palladium und Iridium. Alle betreiben Handel und jeder hat noch so seine eigenen Interessen oder Spezialitäten mehr oder weniger. Die Staffelabende sind am Sonntag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Schaut da speziell vorbei, wenn ihr dort bei den Staffelabenden mitspielen könnt. Ihr könnt aber auch gerne an einem Montag kommen, weil das sind hundertprozentig auch Profitler am Start. Cool. Also von meiner Seite auch noch herzlichen Dank, Malu und Spacedurk, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich finde das mega cool. Danke für die Einladung. Ja, wir haben zu danken. Ich finde das wirklich, ich freue mich voll auf die Podcasts. Ich finde das extrem wichtig. Schaut euch bitte noch den Podcast Nummer 1 an, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und als nächstes kommt dann höchstwahrscheinlich die Raumüberlegenheit dran. Dann machen wir die Forschung. Und dann kommen entweder Marine Corps oder SAR dran. Und auf das, was ich mir am meisten freue, mehr oder weniger, sind dann eigentlich so themenspezifische Sachen, wie das Kartell mit irgendwie Vendules macht oder mit anderen Orgas und so weiter und so fort. Oder Spezialthemen halt. Und die Podcast-Serie wird weitergehen. Ich probiere sie sehr regelmäßig zu halten. Also einmal im Monat sollte man schaffen. Ich würde es gerne öfter machen. Kommt halt immer auf die Leute drauf an, wie sie arbeiten. Und ja, genau. Wir sind alles hart arbeitende Menschen. Wir verdienen kein Geld mit dem Kartell. Ja, so schaut's aus. Wie gesagt, herzlichen Dank. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Und Malo, Spacedurk, danke an euch auch nochmal. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier was zu sagen. Tschüss. Okay, ciao.